So ist es. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Es ist gar nicht so einfach, in einer kurzen Zeit des Wortes Gottes an euch eine Frau zu beschreiben, die groß ist, obwohl sie nur 24 Jahre geworden ist. Eine große Heilige mit 24 Jahren, und das sehen wir als allererstes, wie es bei den meisten Heiligen, dass es um den Herrn geht, dass es um seine Gnade geht. Und an ihr können wir eigentlich ablesen, was Berufung ist. Punktgenau, wenn man so möchte, ins Herz hineingesprochen. Wir haben auch einige Kandidaten, oder was heißt Kandidaten, einige Interessenten, die einfach sich ihrer Berufung stellen, jetzt in diesen Tagen, die da sind, um abzuklären, ist eine Berufung in eine nähere Nachfolge umfasst. Heilige Therese vom Kinde Jesu hat sie angenommen, diesen Namen, und vom heiligen Antlitz Jesu. Also dieser Name ist Programm. Lass uns mal da ein wenig nachgehen. Ich glaube, es gibt keine zweite Heilige, die die christliche Welt so erobert hat wie sie. Und es wird berichtet, dass selbst in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges die französischen Soldaten kurz bevor dem Angriff, vor dem Kommando aus ihren Taschen ein Bildchen von ihr gezogen haben, es geküsst haben und dann gegangen sind. Sie wurde von Papst Johannes Paul II. Zur Kirchenlehrerin erhoben. Zur Kirchenlehrerin. Und er hat ihren kleinen Weg der Liebe uns vorgelegt. In der Geschichte einer Seele ist dieser Weg beschrieben. Ich glaube, viele von Ihnen haben sie schon gelesen. Und dieses Tagesgebet heute, das möchte ich einfach euch nochmal kurz vortragen, umfasst eigentlich den Inhalt ihres Weges. Es heißt, du rufst Menschen in deine Nähe, die nichts von sich selbst erwarten, sondern alles von dir erhoffen. Führe uns den Weg der Demut und der Gotteskindschaft, den du der heiligen Theresia gezeigt hast. Vollende auf ihre Fürsprache auch unser Leben in deiner Herrlichkeit und lass uns dein Antlitz schauen. Es ist dieser kleine Weg eine Haltung eines jeden von uns. Es ist die Haltung eines, wenn man so möchte, Christuskindes. Es ist die Haltung eines Kindes, das bedürftig ist. Einer Kinderseele, die schlicht und einfach geliebt werden will. Weil sie nichts aus sich hat. Und das ist diese Haltung, um die es geht in unserem Christsein. Es ist eine Haltung, wie es Jesus sagt in den Seligpreisungen, einer geistlichen Armut, die sich ausstreckt mit leeren Händen, dass sie gefüllt werden vom Vater. Frei von Leistungsdenken, frei von Vergleichsdenken, frei von Selbstentfremdung und selber machen wollen. Das ist die Erstberufung eines jeden Menschen. Und wenn man auf das Leben von der Therese schaut, sie hatte als Kind wirklich einen heftigen Eigenwillen. Sie war stur. Ja? Und sie wollte mit aller Kraft Tugenden erwerben. Sie wollte völlig etwas tun, das in den Himmel kommt. Ja? Und dann hat sie dieses Erlebnis, das sie völlig umschmeißt. An Weihnachten, wohlgemerkt mit 13 Jahren, sie hat den Herrn in der Kommunion empfangen und sie hat plötzlich den Herrn in sich gespürt und sie hatte das Bedürfnis, plötzlich sich ganz selbst zu vergessen und nur noch Jesus zu lieben und die anderen dazu. Und aus diesem Ereignis heraus hat sie dann angeklopft und ist eben hinein
wollte hineingehen in diese Hingabe, in diese Berufung, die sie da gespürt hat, um diese Liebe weiterzugeben. Durch ihr Lieben, Beten und Opfern hat sie versucht, dem Herrn zu folgen. Und sie hat etwas verstanden von dem, was der Herr am Kreuz sagt: mich dürstet. Mich dürstet. Jesus dürstet nach unserer Liebe. Und sie ist in den Karmel eingetreten mit 15 Jahren. Und interessant ist, was sie gesagt hat mit 15 Jahren, als sie zu den Mitschwestern gesagt hat: ich bin gekommen, um Seelen zu retten. Das hört sich ja mit 15 Jahren mal sehr steil an. Ich bin gekommen, um Seelen zu retten. Aber sie wollte das. Schlicht und einfach. Natürlich ist sie einen Weg gegangen, wir werden das noch sehen, dass sie sich immer mehr in diese Dynamik, in diese Schule auch hineinnehmen lässt vom Herrn. Aber in diesem Weg, in diesem jungen 9 Jahre lang im Orden, hat sie etwas, ist etwas in ihr herangereift, wo man ablesen kann, was die Herzmitte ist, jeder Menschenseele. Es ist die Herzmitte der Kirche, es ist die Herzmitte in dem, was wir heute feiern, nämlich das heiligste Herz Jesu. Dort hinein wollte sie rein. Und dort fand sie ihre ureigenste Berufung. Ich gebe euch ihre Worte mit. Ich sah, dass die Kirche ein Herz hat und dass dieses Herz von Liebe brennt. Ich sah ein, dass die eine Liebe die Glieder der Kirche zur Tätigkeit antreibt. Und wenn die Liebe erlischt, keine Apostel mehr das Evangelium verkünden und keine Märtyrer mehr ihr Blut vergießen werden. Ich schaute und erkannte, dass die Liebe alle Berufungen in sich einschließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umfasst, mit einem Wort, dass die Liebe ewig ist. Da wurde mein Herz trunken von höchster Freude und ich rief aus: Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meinen Platz in der Kirche gefunden. Du hast ihn mir gegeben, mein Gott. Im Herzen der Kirche, meiner Mutter, will ich die Liebe sein. Und so werde ich alles sein. Das war ihr kleiner Weg. Ich möchte es mal so formulieren und bitte, wenn ich diese Worte hier von ihr vortrage, dann blickt immer auch auf eure eigene Biografie. Lasst es in euer Herz. Und es ist sozusagen der Weg von einem egoistischen, in sich selbst gefangenen und gefesselten Eigenwillen eines Kindes hinein zu einer bedürftigen, zu einem Bedürfnis nach Geliebtsein, zu einem Bedürfnis des Loslassens Könnens in die Hände des Vaters. Um Jesus über alles zu lieben, mehr als er jemals geliebt wurde, und alle Menschen so zu lieben, wie Jesus sie liebt. Das ist in Kürze, denke ich, dieser kleine Weg. Und deswegen sagt sie auch: ich möchte Gott mich ganz als Brandopfer hingeben. Als Brandopfer der Liebe. Aber sie war sich völlig klar, und das hat sie auch bewahrt vor dem Hochmut, dass alles allein durch seine zuvorkommende Gnade möglich ist. Also das Erste ist einmal: Berufung ist immer Erwählung der Liebe. Ich bin erwählt. Ich mach's nicht. Aber ich nehme das wahr und antworte ein. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus? Erstens, man könnte auch sagen, welche Kriterien zeigt uns die Therese von Lisieux über Berufung? Sie sagt: du wirst niemals so geliebt werden wie von ihm. Und wie sehr sehnt sich Jesus, von dir geliebt zu werden? Und dann sagt sie: doch leider findet er oft verschlossene Türen in der Seele. Also, der Vater möchte uns seine Liebe geschenken, aber es geht darum, unsere Herzenstüren aufzumachen. Es hat etwas zu tun mit Umkehr, mit mich selbst lassen und hingeben. Lieben heißt,
sagt sie, alles hergeben und dazu noch sich selbst schenken. Lieben bedeutet, alles zu empfangen, auch sich selbst, indem man Gott von Gott empfängt, sagt sie. Und einmal an einer anderen Stelle sagt sie, sie will das Herz des Vaters erobern. Sie will das Herz des Vaters befreien, dass er seine Liebe ihr schenkt. Und ein zweites ist, daraus allein hat sie dann versucht, ihre Mitmenschen und die Menschen auch außerhalb des Klosters zu lieben. Sie sagt, die Liebe zu Gott wird an der Liebe zum Nächsten bemessen, weil auch der Herr eine unendliche barmherzige Liebe zu den Sündern hatte. Ich kann mich nur von der Wahrheit des Tuns der Liebe nähren. Aus diesem Grunde habe ich nie nach Visionen verlangt. Und sie tat diese Liebe, also in der Tat, wie tat sie die? Mit kleinen Dingen. Mit kleinen Dingen, Gesten und Liebesakten des Alltags. Es ist der Liebe eigen, auf 1000 verschiedenen Wegen zu wirken. Oh nein, nie habe ich für mich außergewöhnliche Gnaden begehrt. Ich habe kein anderes Mittel als Blumen zu streuen, das heißt, keines der kleinen Opfer, kein Blick, kein Wort mir entgegenzulassen, auch die kleinsten Taten zu beachten und sie aus Liebe zu vollbringen. Tun der Liebe, im Alltag klein. Drittens, dieser kleine Weg, und jetzt kommt etwas, was wir vielleicht zu wenig von ihr auch im Blick haben. Sie hat viel, viel gelitten. Es gibt ein kleines Büchchen, der Leidensweg der heiligen Therese von Lisieux. Also dieser Weg war ein Kreuzweg auch. Es war ein Weg der gekreuzigten Liebe, wenn man so möchte. Sie hat innerlich und äußerlich sehr, sehr viel gelitten. Hört an, was sie selbst sagt. Ich habe auf Erden viel gelitten. Das sollte den Seelen unbedingt gesagt werden. Und ich begriff, dass die Christusliebe sich in der Kreuzesnachfolge verwirklichen muss. Jesus brennt aus Liebe zu uns. Schau sein anbetungswürdiges Antlitz. Schau diese erloschenen, gesenkten Augen. Schau seine Wunden. Da wirst du sehen, wie er uns liebt. Sie hat sehr viel auch zunächst unter der Leitung einer Oberin gelitten, die sie nie verstanden hat. Es gab sehr viele auch Demütigungen. Sie musste unangenehme Arbeiten machen im Kloster. Sie wurde auch von vielen Mitschwestern ferngehalten. Und sie hat wirklich die Einsamkeit durchlebt. Und es gab keine Hand, die nach ihr gegriffen hätte. Sie sagt, es gab keinen Tag, an dem ich nicht verwundet worden wäre. Und jetzt ist auch interessant, wie ihre Lösung darin aussah. Und ich begreife jetzt, sagt sie, dass die Liebe darin besteht, die Fehler des anderen zu ertragen, sich nicht über ihre Schwächen zu wundern und ihre geringsten Bemühungen anzuerkennen. Glauben wir ja nicht, lieben zu können, ohne zu leiden. Aber genau in diese Situation, da reift sie heran, ihre Seele wird geläutert zu der Heiligen des Alltags. Sie sagt, welch ein Glück ist es doch, gedemütigt zu werden. Das ist der einzige Weg auf dem Heilige heranwachsen. Und ich will die geringfügigsten Handlungen benutzen und sie aus Liebe tun. Aus Liebe will ich leiden und aus Liebe sogar mich freuen. Jesus fordert keine großen Taten, sondern Hingabe, Liebe und Dankbarkeit. Es ging noch weiter. Die Höchstform des Leidens hat sie durchlitten. Sie erfuhr die dunkle geistige Nacht der Seele. Ich befand mich in einer traurigen Wüste
Oder besser, meine Seele glich dem zerbrechlichen Schifflein, ohne Steuermann, den Wogen preisgegeben. Jesus war da und schlummerte in meinem Nachen, aber die Nacht war schwarz, dass ich ihn nicht sehen konnte. Trotzdem, in dieser Gottverlassenheit suchte sie immer wieder die Nähe des Vaters. Wie Jesus im Garten der Todesangst fühlte ich mich einsam. Ich fand keinen Trost, weder auf Erden noch vom Himmel her. Gott schien mich verlassen zu haben. Und trotzdem warf sie sich in die Arme des Vaters. Ihm, den ich liebe, soll mein Lächeln strahlen, auch wenn er, um mich zu prüfen, sich verhüllt. Ich sehe nur ein halb verschleiertes Licht, das Licht, das aus den gesenkten Augen des Antlitzes des Herrn entströmt. In den letzten Jahren hat sie schließlich eine Lungentuberkulose bekommen. Sie ist krank geworden, war ins Bett gefesselt. Und in diesem Zustand hat sich dann ihre wahre Seelengröße, die diese Jahre gereift ist, zu ihren Mitschwestern gezeigt. Hört euch an, was sie zu ihren Mitschwestern sagt. Ich habe es verstanden, aus allen Bitteren meine Freude und meinen Trost zu schöpfen. Ich habe das Glück und die Freude der Welt gefunden, aber einzig und allein im Leiden. Niemals hätte ich geglaubt, dass es möglich wäre, so viel zu leiden, niemals. Ich hätte mir das nicht anders erklären, als durch das glühende Verlangen, Seelen zu retten. Und ich denke, zusammenfassend kann man das sagen, dass die Therese einen Weg gemacht hat von einem traditionellen Glauben, den wir auch alle kennen, hin zu einem wirklich persönlich verantworteten Glauben, der gereift ist im Leiden, aber zu einer unheimlichen Liebe gereift ist. Und das drückt eigentlich ihr Name aus, einmal vom Kinde Jesu sich ganz hineinzuwerfen, alles von ihm zu empfangen, aber gleichzeitig auch sein Antlitz zu betrachten, das Antlitz des Gekreuzigten, um einmal dieses Antlitz für immer schauen zu dürfen. Und sie sagt, Vater, dass du mich so sehr geliebt hast, dass du mir deinen einzigen Sohn gabst, auf dass er mein Erlöser sei. Und ihre Liebe zu Gott war so unübertrefflich, dass sie kurz vor ihrem Tod gesagt hat, damit möchte ich schließen, ich werde im Himmel nicht untätig bleiben. Wie unglücklich wäre ich dort, wenn ich denen, die ich liebe, keine kleinen Freuden mehr auf Erden bereiten könnte. Mein Wunsch ist es, auch dann noch weiter für die Kirche und die Seelen zu arbeiten. Der liebe Gott wird alles tun, was ich will. Denn hienieden tat ich nie meinen Willen. Ja, ich werde Rosen regnen lassen über die Menschen. Amen.